Ziel ist einfach erstmal den Ball auf die Mann.
Debatte nicht zu werfen, sondern du lehnst, dann habe ich einen Punkt, dann lass ich überlegen, wie ich sofort abwehre, dann gibt es den Gegen. Ja? So, jetzt müssen wir die Regeln noch klären. Frage an den Trainer. Reihe B machen natürlich die Regeln der Freizeit. Vorstellen. Welche Regeln vorgaben machen wir? Laut. Einmal tippen. Ende Brief, Klappe C. Und es wäre gut, wer ist für Runde tippt? Okay, die Mehrheit hat gesiegt. Wer hat entschieden? So. Also, Handballspiel, Handdeckungsspiel. Nicht fester Stoß oder sonst was, sondern mit dem Bein verteidigen, nicht mit den Armen. Ansonsten ist Tippen und Prellen verboten. Was heißt das? Drei Schritte, ist klar. Aber was heißt das primär? Freilauf. Was heißt genau das? Der den Ball hat, ist unter Umständen ganz am Schwein, weil er zugestellt wird. Dann ist es nicht schnell. Ja, viel Lauf, viel Bewegung, damit werden wir auch ein gutes Spiel kommen. Den Ball verdammt. So, verteilen, Raumauslösung. Auf die Augen, sollte besser sein. Los geht's. Macht man.